So, guck doch mal, wo wir stehen. Da ist erkennt die Rothaushütte. Wir sind in Stuttgart. Seit gestern wäre Messe. Leider, ich nehme das Wort jetzt nicht in den Mund, fällt ja flach. Aber es gibt am 26. Januar die virtuelle Messe in Stuttgart von der CMT. Und da sind wir dazu eingeladen worden. Na, wir haben uns akkreditiert, aber es kam im Vorfeld eine Einladung. Ja. Okay. Ist das eine Einladung oder ist das keine Einladung? Sonst wären wir ja nicht hergefahren. Gut. Wir sind jetzt gerade hier angekommen. Wir stehen noch alleine da. Ich hoffe, es kommen noch welche. Ja, alles ein bisschen trostlos. Unten auf dem Parkplatz, wo sonst hunderte von Wohnmobilen stehen, steht von Amazon Anhänger. Die werden wir dann auch mal filmen. Es ist sehr trostlos. Schade, dass das so ist. Wir machen das Beste draus. Wir wollen euch dann noch was zeigen. Das müssen wir aber drinnen machen. Es gibt wieder was Neues. Einiges Neues gibt es. Genau. Ja. Und ja, bis gleich. Hoffentlich geht unser Windmikrofon. Ja. Bis dann. Tschüss. Wir haben neue Schonbezüge für unsere Villa. Ja, die alten sind nun mittlerweile 6 Jahre alt, haben wir gerade festgestellt. Und bei dem Camping Reich gibt es nämlich jetzt diese neu. Bekannt sind sie ja für Stuhlauflagen, die zum einfach zum Überhängen ist. Er hat aber auch schon für den Fiat alten Autos schon solche gehabt. Aber nicht für die Pilotensitze mit Sicherheitsgurt. Ja. Dafür hat er jetzt hier im Prinzip so eine Schonbezug entwickelt und den haben wir jetzt hier bei mir auf dem Fahrersitz drauf gebaut. Und das geht so einfach, und das meine ich jetzt nicht böse oder irgendwie abwertend, das kriegt sogar meine Ela hin, ohne Probleme, das drauf zu bauen. Gell? Ja. Ja. Ja, die anderen, da hatte ich meine Probleme gehabt, das gebe ich zu. Und wir verlinken unten mal die Seite in der Infobox zu dem Campingreich, wo wir sie her haben. Und Conny, solche wolltest du doch haben. Genau. Also, wir haben natürlich noch keine Sitzprobe gemacht. Wir haben sie jetzt gerade erst draufgebaut. Aber wir können ja dann über Erfahrungen berichten. Ja, ja, alles klar. Und du filmst jetzt mal, genau, wenn ich sie drauf mache. Ja, ich habe mich jetzt bei mir auf den Sitz gesetzt, also sitzt sich schon immer sehr angenehm. Und wir haben jetzt von Manuelas, also vom Beifahrersitz, den alten Bezug entfernt. Und ich zeige mal, warum wir überhaupt diese Schonbezüge überhaupt drauf machen. Ja, mit diesem Polsterstoff ist unsere ganze Villa ausgerüstet, hell. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass das ausmacht. Und nach 4 Jahren würden die schon aussehen wie... Genau. Und deswegen jetzt. Na los, Manuela, mach mal. Nee, falsch. Wieso falsch? Du musst erst das Gummi drüber ziehen. Ach so. Aha. Wo habe ich Gummi? Hier. Nee, nee. Über die Armlehne. Über die Armlehne. Ja, die werden ganz unten unter die drunter geführt, genau. Damit kann die Sitzfläche dann auch das ist auch mit Gummizug. So. So.
Und es wird praktisch über diesen Gurtbock drüber weggemacht. Und dann mit Druckknöpfen daran befestigt. Fertig. Und schon sind wir fertig. Sieht auch recht ansprechend aus. Ist eine Arbeit von 2 Minuten, nicht einmal. Gell? Ja. Und so schnell geht es wieder abzumachen und man kann es waschen und wunderbar. Ja, alles gut. Bis denn. Tja, wir laufen mal parallel der Autobahn. Aber nicht auf der Autobahn. Hier oben seht ihr das Messegelände von der Messe Stuttgart. Wir haben jetzt mal einen kleinen Rundgang gemacht, Flughafen, hier um das ganze Gelände drumherum. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Villa und beenden den Tag. War doch ganz schön aufregend mit der Schneefahrt heute. Ja, und dann hatte ich das Brot vergessen. Das liegt zu Hause noch auf dem Küchentisch. Mussten wir jetzt noch Brötchen organisieren, haben aber alles bekommen. Ja, nochmal Messe Digital, CMT Digital, was ist das? Es ist eine, ja, so als Business-Veranstaltung ausgeschrieben. Ja, alle Teilnehmer müssen sich akkreditieren und anmelden. Und dann können sie hier mehr oder weniger mit dran teilnehmen. Man kann hier seine Neuheiten oder dergleichen präsentieren. Und zusätzlich dazu hat man die Gelegenheit, für 20 Minuten ein Fernsehstudio oder dergleichen zu buchen, wo dann im Prinzip live übertragen wird, was dann später als Stream verfügbar ist. Ich denke, dass die Messe Stuttgart so weit gedacht hat, dass die ganzen Blogger und YouTuber und dergleichen mehr mit eingeladen wurden, dass die Reichweite deutlich erhöht wird. Deswegen sind wir hier. Genau. Ja. Schauen wir mal. Wir haben morgen noch die Gelegenheit, ich weiß nicht, ob wir morgen schon mit rein können, den Aufbau und so weiter alles mit zu begleiten. Spätestens am Dienstag 9 Uhr beginnt das und da werden wir dann mal schauen, dass das klappt. Na gut. Wir laufen jetzt wieder zurück. Alles gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.